Wenn wir eine Reaktion A zu P kinetisch beschreiben wollen, können wir dies mit dem Geschwindigkeitsgesetz tun. Die Konstante K ist temperaturabhängig. Um diese Abhängigkeit quantitativ zu erfassen, können wir die Arrhenius-Gleichung zu Hilfe nehmen. Mit diesen Angaben kann ich für beliebige Temperaturen beliebige Umsätze und Reaktionszeiten berechnen. So einfach ist Kinetik aber nur dann, wenn wir nur eine einzige Reaktion haben. Wir haben keine Nebenprodukte, wir haben keine Folgeprodukte und keine Rückkopplung. Die meisten Reaktionen verlaufen mikroskopisch nicht so, wie die Reaktionsgleichung es vorgibt. Acetaldehyd zum Beispiel zerfällt nicht in einem einzigen Schritt zu Methan und Kohlenmonoxid, sondern hat folgenden Reaktionsmechanismus, folgende Abfolge von Elementarschritten. Zunächst zerfällt Acetaldehyd zu einem Methylradikal. Das Methylradikal reagiert dann mit Acetaldehyd zu den Produkten Methan und Kohlenmonoxid und es entsteht ein weiteres Methylradikal. Dieser Schritt bildet eine Reaktionskette. Diese Kette wird abgebrochen, wenn zum Beispiel zwei Methylradikale zu einem Ethanmolekül reagieren. Die drei aufgeführten Schritte passieren tatsächlich auf molekularer Ebene und heißen Elementarreaktionen. Bei Elementarreaktionen gibt es die Besonderheit, dass hier die Ordnung vorausgesagt werden kann. Unimolekulare Elementarreaktionen, bei denen der Übergangszustand sich aus einer Spezies bildet, sind immer erster Ordnung. Bimolekulare Elementarreaktionen, bei denen der Übergangszustand aus zwei Spezies entsteht, sind zweiter Ordnung. Das heißt, unser erster Reaktionsschritt ist erster Ordnung. Unser zweiter und dritter Reaktionsschritt, bei der zwei Spezies den aktivierten Komplex bilden, ist jeweils zweiter Ordnung. Die Kombination dieser drei Elementarschritte nach Reis und Herzfeld ergibt tatsächlich ein Geschwindigkeitsgesetz, welches einer Reaktionsordnung von 1,5 entspricht. Damit ist die experimentell gefundene Reaktionsordnung ein starker Hinweis auf diesen Reaktionsmechanismus. Bisher haben wir einfache Reaktionen, bei denen nur ein Reaktionsweg relevant war, beschrieben. Jetzt wollen wir etwas komplexere Reaktionen beschreiben, bei denen zwei Reaktionswege relevant sind. Es sind einmal Gleichgewichtsreaktionen, bei denen der Mechanismus aus Hin- und Rückreaktion besteht. Es sind Parallelreaktionen, bei denen der Mechanismus aus zwei Elementarreaktionen AG zu B und AG zu D besteht. Und es sind Folgereaktionen, bei denen der Mechanismus aus zwei Elementarreaktionen A geht zu B, B geht zu C besteht. Eine Elementarreaktion ist eine Reaktion, die genau so auf atomarem Level abläuft, wie die Reaktionsgleichung es vorgibt. Die meisten Reaktionen sind keine Elementarreaktionen, sondern besitzen einen Mechanismus, eine Abfolge von Elementarreaktionen, welche die Bruttoreaktion aufbaut. Bei Elementarreaktionen ist es so, dass die Molekularität mit der Ordnung übereinstimmt.